Alif Lam Ra. Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf den Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen. Wenn wir einen Blick in die Welt werfen, ob in weit entfernte Länder oder direkt vor unserer Haustür, sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah sagt, viele Finsternisse, viele Dunkelheiten. Die Menschen sind in den verschiedensten Abscheulichkeiten versunken. Die Auslebung des Sexualtriebs der Menschen wird ganz ihren eigenen Vorstellungen von richtig und falsch überlassen. Und wir sehen, wie Schamhaftigkeit sich zu einem Fremdwort entwickelt. Inzwischen wird einem eher das Gefühl gegeben, dass man sich dafür schämen muss, schamhaft zu sein. Menschen sind versunken in Karriere, Arbeit und dem Anhäufen von Geld. Dafür nehmen sie fast alles in Kauf, vernachlässigen Familie, Freunde und sogar ihren Schöpfer. Ohne Rücksicht auf Verluste beschreiten sie ihren Weg und wenn sie dafür über Leichen gehen müssen, sind sie auch dazu bereit. Für das Erlangen von Machtpositionen kennen die Menschen keine Grenzen. In der islamischen Welt, aber auch in vielen anderen Ländern, werden Häuser und sämtliche zivile Einrichtungen bombardiert. Unschuldige Männer, Frauen, Kinder und Alte werden über den Haufen geschossen. Die Mächtigen dieser Welt haben Unmengen von Blut an ihren Händen kleben. Aber kümmern tut es weder sie noch den Großteil der Menschheit. Diese wenigen Beispiele sollten genügen, um zu verstehen, was Allah meint, wenn er über eine Vielzahl von Finsternissen spricht. In der erwähnten Ayah spricht Allah subhanahu wa ta'ala aber nicht nur über die Finsternisse, sondern auch über ein Licht. Dieses Licht ist nichts anderes als der Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sandte uns den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er uns mit seiner subhanahu wa ta'ala Erlaubnis aus den Finsternissen ins Licht führt. Dennoch wenden sich die meisten Menschen von dem Licht, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen brachte, ab, was sie zu Verlierern im Diesseits und Jenseits macht. Unter all diesen Menschen wählte Allah subhanahu wa ta'ala dich aus. Er gab dir den Islam, segnete dich mit dem, was dem Menschen Leben, Ehre und Sinn verleiht und gab dir die Chance, ein Leben zu leben, welches in sein ewiges Paradies führt. Viel zu selten machen wir uns darüber Gedanken, welche Ehre uns mit dem Islam zuteil wurde. Wir empfinden es als eine Selbstverständlichkeit, Muslime zu sein, aber das ist es nicht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dem Iman an ihn, den Schöpfer von Himmel und Erde, füllte, ist das größte Geschenk, das uns gegeben wurde und einem Menschen überhaupt gegeben werden kann. Wenn ein Mensch etwas Wertvolles besitzt, dann trifft er Vorkehrungen und Handlungen, um diesen Besitz zu schützen. Nicht selten werden teure Uhren, Gold, Schmuck oder Geld in Tresoren versteckt. Sehr wahrscheinlich kann jede Mutter und auch jeder Vater bestätigen, dass man für nichts mehr machen und mehr opfern würde als die eigenen Kinder. Man ist bereit, alles zu tun, um die eigenen Kinder zu schützen, selbst wenn der Preis dafür das eigene Leben ist. Doch wisset, der Wert des Islam ist größer. Den Iman, den Allah subhanahu wa ta'ala uns schenkte, kann man mit nichts vergleichen oder gleichsetzen. Und wir sollten nichts mehr schätzen und mit mehr Vorsicht behandeln als diesen Iman. Wir müssen verstehen, dass der Islam das mit Abstand größte und wertvollste Geschenk ist, das uns gegeben wurde. Wir müssen verstehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Allah uns zu Muslimen machte und diesen Iman entsprechend behandelt, so als hätten wir etwas Zerbrechliches in der Hand. Und jeder falsche Schritt dafür sorgen könnte, dass es uns aus der Hand fällt und zerbricht. Jeden Tag bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala in unseren 5 täglichen Gebeten, dass er uns niemals von diesem Weg abirren lässt, wenn wir sagen, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, die du begnadet hast, die nicht dem Zorn verfallen und nicht irre gehen. Diese Worte dürfen nicht bloß ein Lippenbekenntnis sein, vielmehr müssen sie von uns verstanden und verinnerlicht werden. Wir müssen sie aus tiefstem Herzen meinen und Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig darum bitten, dass er diese Dua akzeptiert. Das allein ist aber nicht ausreichend. Allah hat uns in seinem edlen Buch die Anleitung für unser Leben offenbart und uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt, der uns diese Anleitung vorlebte. Unsere Aufgabe besteht darin, alles Erdenkliche zu tun,
um dieser Anleitung zu folgen, die besten Vorkehrungen zu treffen und jeden Schritt, den wir gehen, mit Bedacht vor den anderen zu setzen. Denn wir müssen verstehen, dass Allah den Iman gibt und genauso nehmen kann. Und wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt. Diese Aya sollte uns zu verstehen geben, dass Allah mit dem Herzen machen kann, was er will. Unsere Herzen schlagen zwar in unserer Brust, doch gehören sie nicht uns, sondern Allah. Said Qutb brachte das Verständnis dieser Aya in seinem Tafsir sehr gut auf den Punkt. Die entscheidende Botschaft dieser Aussage sollte uns dazu bringen, immer wachsam zu sein, sodass wir auf unsere Gefühle achten und uns von jeder Tendenz zu schützen, die uns abirren lassen könnte. Und ebenso vor jedem flüchtigen Gedanken, der uns zum Ungehorsam gegenüber Allah verleiten könnte. Wir müssen immer auf der Hut sein, sodass wir auf dem Weg bleiben, durch den wir Allahs Wohlgefallen erlangen und nicht während eines Momentes der Hemmungslosigkeit oder Nachlässigkeit davon abweichen. Wir sollten verstehen, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass Allah uns zu Muslimen machte. Er, subhanahu wa ta'ala, gab uns den Iman und kann ihn uns genauso wieder wegnehmen. Und deshalb müssen wir sehr bedacht sein, ihn durch unsere Handlungen zu bewahren. Nichts darf in unserem Leben eine höhere Priorität haben als das, denn es entscheidet darüber, wie unser Leben nach dem Tod aussieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime leben und sterben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen zu sich nehmen, wenn unser Iman am stärksten ist. Allahumma amin.